Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier vom GTA 5 Story Modus. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind heute mit Michael unterwegs, deshalb ist der Buchstabe T auch blau. Und wir müssen zum Stripclub fahren. So, und wir haben jetzt hier unseren Audi A4 endlich zurück. Den hat Jimmy sich ja mal über einen längeren Zeitraum ausgeliehen. Und ja, der sieht jetzt ziemlich scheiße aus, weil die Felgen haben jetzt auf einmal irgendwie das Dollar... Zeichen, aber das werden wir auf jeden Fall noch in einem der nächsten Parts umändern. Jetzt geht's aber erstmal zum Stripclub, denn dort wartet die nächste Mission auf uns. So. Okay, die Hupe ist okay, die können wir ja so lassen. Motorleistung ist auch alles tipptopp, nur die Felgen sehen anders hässlich aus. Ich weiß nicht, wem sowas gefällt. Also keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so cool, werden wir auf jeden Fall umändern. Michael als seriöser Mann soll auch ein seriöses Auto haben mit anständigen Felgen und nicht hier so schwule Dollarfelgen. Sieht ja aus wie der letzte Shit. So, aber wie gesagt, dazu werden wir erst demnächst kommen. Jetzt machen wir erstmal hier die nächste Mission. So, Stripclub. Oh, müssen wir hier links rein, rechts rein. So, 11.33 Uhr erst. Ach du lieber Gott. So, ja. Doomsday heißt es ja auch nebenbei am Laufen, Akt 1. Akt 2 wird natürlich auch direkt dann hinten dran angrenzen. Sagt man das so? Ja, ich denke schon. Muss ich hinten hin oder darf ich auch vorne hin? So. Oder muss ich hier hinten parken? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann auch vorne ganz normal einfach zum Haupteingang reingehen, oder? Macht eigentlich keinen Sinn. So, wir parken einfach hier. Mal Waffe aus der Hand. So. So. Müsste ja dann eigentlich hier drin sein. Ja, da hinten sein Manager-Büro. So. Ah, da ist er ja, der gute alte Trevor. Ausspähen des großen Dings. Das geht ja jetzt direkt wirklich richtig gleich los. Ist ja geil. Dann wird er jetzt nicht mehr allzu lange sein, bis wir den auch dann tatsächlich durchziehen. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig. Ich freue mich unnormal drauf. So. Drei, obwohl es eigentlich sechs sein sollten. Tja, gut. So. What is the big? The Union Depository. Around 200 million in gold. Um die 200 Millionen in Goldbarren. Ach du Scheiße, 200 Millionen ist schon viel. Ich wünschte, ich hätte die mal in GTA Online. Our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty. Get out there and find some gainful employment. This one. Let's go. Big one. Ah, dann ist der, da ist der Manager gerade aus dem Kühlschrank rausgefallen. Oh, Trevor. Trevor ist wirklich manchmal der Hammer. So. Ich bin froh, dass wir den Audi wieder zurück haben. War das jetzt richtig? Ich bezweifle das. Hey,
Nee, war falsch, war ja klar. So, oder? Nee, war richtig. Nee, 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 ist falsch, wir müssen oben hin. Aufs obere Deck. Sorry, da habe ich ein paar Leute überfahren, aber scheißegal. So. So. Yo, yo. Jetzt fahren wir mal gucken. Jetzt sperren wir mal das große Ding, also in dem Fall die Union Depository aus. So. Die Union Depository. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alder Street. We can get a view of the back from there. Kundschafte den Hintereingang aus. Okay. Das ist der Arcadius Tower. Ja, moin. Hey man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think so. I got a senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me though. No? Well, remind me to go over with you again sometime, but not now. Look, dawg, light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserve? The Union Depository. Trevor, how are you doing? Oh, der ist am Pissen. Nee, ist nicht wahr. Hat nichts Besseres zu tun. Fahr zum Flugplatz. Okay. Hält mitten auf der Autobahn an und pisst einfach an die Brücke. Oh mein Gott. So. So. Ja, nebenbei, wenn wir den Story-Modus fertig haben, dann werden wir auch mal noch die ein oder andere Fremde- und Freaks-Mission machen. Dann werden auf jeden Fall noch die Heist-Missionen fertig gespielt. Ja moin, was geht denn bei Lester ab? Dann werden auf jeden Fall noch die Heist-Missionen fertig gespielt. Im Idealfall spielen wir auch noch die ganzen Heist-Missionen, die von Anfang an dabei sind. Heist, Pacific Standard, Serie A, Gefängnis, Überfall, Fließer, Bank und den ganzen Scheiß. Da hätte ich auch ultra Bock drauf, das zu machen. Ja, und dann werden halt ab und zu wirklich Livestreams kommen, wo wir einfach, keine Ahnung, Rennen fahren, ein bisschen Scheiße machen. So den ganz normalen, übliche Alltag halt. Und ja, dann werden aber auch noch Livestreams hier zum GTA Story Modus kommen. Also wir werden dann ganz normal hier weitermachen. Auch zum Beispiel hier mit der Klitos Mission. Ah, wird jetzt nicht angezeigt, weil wir in der Mission sind. Aber zum Beispiel werden wir dann jagen gehen. Lauter so Sachen werden wir dann erleben, die wir jetzt so neben den Hauptmissionen nicht machen können. Das war ein Vogel, den wir erwischt haben. Ja, wir sind ja schon weg, ist ja gut. Okay, da müssen wir aufpassen, da ist so ein Turm von der Hochspannungs- oder von der Hochsicherungsleitung. So. So. Ja, zurzeit bockt GTA wirklich sowas von fernst. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Also ich habe immer gerne GTA gespielt, aber so wie es zurzeit bockt, das ist echt ein ganz anderes Level. So. Ich frage mich, warum wir jetzt mit dem Helikopter rumfliegen müssen. Wir sollten doch eigentlich die Bank ausspähen, oder nicht? Hier ist ein gelber Punkt, aber der hat ja mal so gar nichts mit der Bank zu tun. Also vom Standort her. Ach lol, da war gerade ein Bug. Ja moin. Habt ihr das gesehen? Die Gefängnistransport. Die nicht Gefängnis.
won't work here. No, it won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. Okay, gut. Wo fahren sie hin? Wo fahren sie hin? Da. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Das ist so ein bisschen auffällig, wenn wir hier mit dem Helikopter die ganze Zeit an den... Ah, die biegen hier rechts ab. Okay, dann können wir hier bleiben. So. Hier, die biegen noch mal ab, okay. So. wo sind sie? Ah, da, okay. So, wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir nicht zu nah an die Geldtransporter ranfahren. Der Tunnel, wo kommt denn der raus? Der wird dann wahrscheinlich... Ja, hier kommt der raus. Müssen sie ja da rauskommen. Ja, da sind sie. Huch, da ist ein Kran. Müssen wir aufpassen. Ja, jetzt müssen wir hier links abbiegen und dann vorne auch nochmal links, ne? Okay, wir brauchen Ausweise für ins Gebäude zu kommen. Halt Michael uns zumindest mit. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. So. Okay, jetzt sind die beiden. Finde die Baustelle, finde die Baustelle, finde die Baustelle. Da ist die Baustelle. Okay, das ist ein Tunnel für die U-Bahn. So. Okay, nearly done. Looks good, looks good. All right, I think I've got enough information to work with. Begibt sich zum Flugplatz, okay. So. Dann fliegen wir nochmal zurück. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt hier zu Michael switche? Bringt Franklin in sein zu seinem Haus. Dann machen wir das. Hey, so how you feeling about this? Feel pretty good. Das ist ja eigentlich cool gemacht, da kannst du dir aussuchen, was du machen willst. Entweder du fährst Franklin heim oder du fliegst den Helikopter zum Flugplatz. Also haben wir die Bank schon so gut wie ausgekundschaftet. Jetzt muss Lester wieder alles irgendwie zusammenstellen und dann irgendwie, glaube ich, dann kann es ja auch losgehen. Denke ich mal zumindest. Also ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe den Story-Modus noch nie so weit gespielt, aber könnte ich mir durchaus mal vorstellen.
met Amanda and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about the dread dude and the deal with the FIB? What happened in North Yankee? So, jetzt müssen wir hier links. This ain't the time. Man, we're about to go in together on the. Ja, das Auto muss auf jeden Fall noch ein bisschen umgetuned werden. Das gefällt mir gar nicht. Ich frage mich, wie man sowas machen kann. Geht mir gar nicht rein. Geht mir nicht rein. Und wir können gleich mal gucken, was, wie viele Missionen wir noch haben. Uch, hier sind wir ja schon. Ich bin das gewöhnt oder gewohnt von meinem Online-Haus. Das ist ein bisschen weiter hier unten. Ein bisschen weiter die Straße runter und deshalb wollte ich hier schon gerade vorbeifahren. Bestanden, Aussperren des großen Dings. 50%. Ach Gottchen. Ist ja gar nichts. So, jetzt können wir mal gucken. Michael hat auf jeden Fall nochmal einen Wegpunkt zu seinem Haus. So, aber Statistiken. 51 von 69. Ja, das ist doch tipptopp. Wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.